Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 69 mit Simotrans. So, wollen wir mal gucken. Letztes Mal haben wir hier so ein bisschen was hergeguckt. Und im Nachhinein ist mir noch was aufgefallen. Na, das ist der Bahnhof, den wollte ich nicht. Ich wollte den Zug hier haben. Und zwar verfolgen wir den mal gerade. Lass mal gerade das Stück schneller fahren. So, da oben ist er. So, wenn wir da sind, wo ist er jetzt? Da ist er. So, der fährt jetzt hier lang. Darum, macht hier eine Schleife und fährt dann da hoch. Sinnigerweise wird er hier rüber fahren, oder? Lass mal gerade schneller fahren, damit wir sehen, dass das so ist. Ne, der fährt ja jetzt ganz woanders hin. Auch gut. Wer ist denn das? Ach, der holt den Sand. Alles klar. Den wollte ich auch gar nicht haben. Das hat ja wieder gut geklappt. Na, kann ja schon mal passieren. Also wieder zum Gasbetonwerk hin und den richtigen Zug ausgewählt. Wer steht da? Gasbetonsteine, Baumarkt, der ist es. Nö, Baumarkt? Über Waldhafen, ja genau, passt. Dann verfolgen wir den jetzt nochmal. Machen wir da schneller. So, der fährt jetzt diese Schleife, wie angekündigt, hier lang, da lang. Jetzt wartet er da lang und das ist ja absolut voll über, oder? Gut, langsamer und wir bauen mal gerade hier noch eine Strecke, die das ganze Werk hier abkürzt. Und zwar brauchen wir da hier Gleise und dann würde ich sagen, machen wir das hier lang. Und da lang. Ich will mal hoffen, dass der da auch lang fährt, aber ich denke mal, das wird nicht das Problem sein, oder? Stellt sich jetzt die Frage, ob die auf dem Rückweg überhaupt hier lang fahren müssen. Eigentlich können die auch da lang fahren. Na, lassen wir erstmal so, aber das ist ja hier schon mal Blödsinn sozusagen. Der von der Papierfabrik, der kann da lang fahren, dann passt das schon. Aber die anderen denke ich mal nicht. Gucken wir mal, ob das auch benutzt wird. Wer fährt da lang? Ist jetzt noch keiner. Man muss ja auch erstmal die Wegfindung sich geändert haben. Und der erste ist da durch. Alles klar, der zweite auch schon. Gut, das war also ein Erfolg. Ich glaube jetzt nicht, dass das da irgendwo zu Problemen kommt, wegen signaltechnisch und so. Gut. Haben wir das auch verbessert? Jetzt ist die Frage, was machen wir dann? Ja. Meins wächst und gedeiht. Hier hat man da schon alles so mal angeguckt. Da fehlt Kohle. Da fehlt auch Kohle. Warum steht er da? Oh, das ist dann blockiert. Würde ich mal sagen, weil der kann lange auf freie Strecke warten, genauso wie der. Warum machen die das? Wahrscheinlich, weil hier das Signal steht und da steht keins. Ja. Das ist nicht gut. Das heißt, das Signal müsste WECH weg, oder? Probieren wir mal gerade, das wegzumachen und den Zug auswählen. Einmal kurz zum Depot. Dann fährt er wieder weg. Gucken, bis der andere fährt. So, der steht hier und wartet dann auf freie Strecke, will ich hoffen. Wenn der jetzt da gleich auf dem Gleis ist. Sollte der fahren, oder? Das fährt der natürlich nicht, sondern er wartet auf den wahrscheinlich. Hahaha. Aber da fährt er jetzt. Gut. So, Fahrplan und löschen
Depot. Wo ist er? Da ist er und dreht, das ist gut. Ja, dann sollte das da unten auch wieder passen. Gucken wir weiter. Ja, hier fahren bestimmt auch welche hin, ne? Da ist keine Kohle. Und da ist auch keine Kohle. Wo kriegen die denn alle ihre Kohle weg? Ist das nur die eine Kohle? Nein, es sind ja mehrere Kohlegruben, die doch da jetzt aktuell sind. Kohlegrube. Das und das. Die sind auch beide angeschlossen. Wofür? Jetzt ist egal. Ob das jetzt hierhin transportiert wird oder nicht, aber die sind auf jeden Fall erstmal angeschlossen. Hier haben wir eine, die ist angeschlossen. Die ist angeschlossen. Und die ist auch angeschlossen. Was mit der Kohle? Wahrscheinlich auch die drei Kohlegruben gibt es wahrscheinlich sowieso nur, oder? Sieht ganz danach aus. Dann diese noch und die kriegt nur von einem. Und das ist von da. Gut, können wir jetzt nicht verändern. Können wir sicherlich verändern, aber ja, ich würde mal sagen, wir haben da schon so viele Probleme auf der Strecke mit Zügen. Und wenn wir da noch mehr Kohlezüge drauf machen, ich glaube, dann wird es nicht besser. Müssen wir gucken. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Diese Sandgrube, ja, die wird, glaube ich, von hier aus bedient, ne? Eisenerz ist da ohne Ende, wird gar nicht abgeholt. Stahlwerk ist das. Wieso wird das nicht abgeholt? Kann man das irgendwo sehen? Produktionskennzahlen. Auf Lager angeliefert wird, erzeugt wird. Da kann man jetzt nicht sehen, was abgeholt wird, oder? Was ist mit Details? Okay, da können wir noch was lesen, das wollen wir nicht. Aber wir können ja mal gerade ein paar Minuten schneller laufen. Ah doch, es ist was abgeholt worden gerade. Alles klar, läuft doch. Ich dachte, das lief nicht. Gut. Da ist ein Schiff und das bringt... Nee, das holt wahrscheinlich Rollenpapier. Und hier hat man noch das Zementwerk, ne? Oder was ist das? Ja. Da ist alles vorhanden, sogar reichlich Zement. Ja, wie sieht es denn hier aus? Was ist das denn? Fußballstadion? Ui, Touristenattraktion, super. Gut, kümmern wir uns mal um was anderes. Jetzt ist hier die Industrie gerade so ein bisschen okay, denke ich mal. Höchstens kommen da wieder 1000 Meldungen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber erstmal reicht's. Gucken wir mal hier, wie läuft unser Flughafen denn so? 7.998 Passagiere warten. Wo warten die denn alle drauf? Darmstadt, das ist hier. Dresden ist hier. Gelsenkirchen ist hier. Frankfurt, Gelsenkirchen, Itzehoe. Gelsenkirchen, Lindau. Lindau, das ist alles hier. Mainz. Herzbergwerk, Zementfabrik, Mainz. Münster und Osnabrück ist auf der anderen Seite. Und da warten nur so ein paar Passagiere. Das heißt, da ist nicht das Problem. Müsste jetzt, wenn der nächste Flieger geht, eigentlich auch behoben sein, das Problem, ne? Ja, da ist nämlich keiner mehr. Gut, das heißt, flugzeugtechnisch läuft das. Wie viele Flugzeuge haben wir denn hier überhaupt so? Ne, nicht Statistiken, oder? Details. Dahin. Ja.
Eins haben wir schon im Depot liegen. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich noch eins ins Depot schicken, ne? Dieser fliegt hier jetzt gerade gar nicht, oder was? Die anderen verbrannen das Schnellgeld und der langsam fliegt der langsam in der Luft, oder was? Der ist besetzt. Voll. Der ist nicht voll. Und der ist voll. Ne, dann ist das wohl mit den Flugzeugen, denke ich mal, so ungefähr passend. Können wir da auch rüber nach Münster über die Linie? Ja, da lang. Gut. Dann machen wir den Klimbim hier mal zu. Gucken wir uns das in Münster an. Die wollen alle nach Dortmund. Die wollen nach Darmstadt. Das heißt, die wollen alle rüberfliegen. Dresden rüber, Linde rüber. Aber die meisten sind hier. Die müssen wegtransportiert werden. Das heißt, hier muss es irgendwelche Busse oder sowas geben, die das machen. Ja, komm, klicken wir mal hier eine Bushaltestelle an. Details. Regionalbus. Und Regionalbus Westfalen. Die fahren auch alle gut ein, aber da können wir einen mehr drauf haben, ne? Der Büssing, der hat doch 39 Plätze. Und wie viel haben die hier? 48. Sollten wir vielleicht den mal ausmustern. Gucken wir doch mal gerade. Hier oben war ein Depot, ne? Was gibt's denn so für neue Busse? Das ist der Büssing, ne? Ne, das ist die Kutsche, das ist der Büssing. Ne, ist er auch nicht. 48, aber hier haben wir schon einen mit 52 Plätzen. Ja, sollten wir den nehmen. Ach, da ist noch ein Holz-LKW. Den machen wir da mal weg. Der fährt 70, der fährt 60, dann ist er auch schneller. Nehmen wir da mal einen dazu. Und Regionalbus Westfalen war das ja. Diese Linie. Ja, und dann kann er schon starten, oder? Kopieren wir das Ganze nochmal, machen wir zwei. Ja. Gut, sind die weg. Sollte klappen. Das kann zu. Den lassen wir offen, um zu gucken, wie es weniger wird, wenn es denn weniger wird. Das sind die Haltestellen. Münster, 35, 33 Passagiere warten. Münster, da warten 1325. Am Flughafen. Osnabrück, 34. Osnabrück hat wohl noch keinen Stadtbus. Und Dortmund warten 13.900. Ach so, das ist hier unten. Am Flughafen warten auch reichlich. Das war das? Nein. Der kann zu. Das haben wir hier offen, der kann auch zu. Ja, auf jeden Fall warten hier zu viele Leute in Dortmund und am Flughafen. Aber am Flughafen kann, glaubt, keiner was dafür, ne? Die wollen ja alle nach Darmstadt. Das heißt, die von dort müssen auch noch mit dem Flieger weg. Na, okay, das soll aber nicht das Problem dann sein. Weil Flugzeuge sind ja unterwegs. Osnabrück, Schwerin, Potsdam, Mainz. Mainz, Ludwigshafen, Ludwigshafen, Lindau, Köln, Itzehoe. Stadtintern ist nicht das Problem. Der Stadtbus macht alles gut. Okay. Ja. Lassen wir aber mal offen das Fenster. Was haben wir noch gehabt? Münster. Flughafen. Ja, wo war der doch auch hier? Ne, das sind alles Dortmunder.
Münster-West-Siedlung. Jetzt können wir die Linienverwaltung mal zumachen. Die wollen aber alle nach Dortmund und das passiert ja jetzt auch. Und abfliegen will keiner. Ne, nach da drüben will keiner fliegen, aber hier stehen sie doch, die nach Darmstadt wollen und so. Naja, die kommen dann. Gut, okay. Gucken wir weiter hier auf der Karte. Na, Dortmund wächst natürlich nach hier ganz groß. Und da auch hin. Genauso wie hier auch. Münster ist nicht so groß. Wie sieht es mit Osnabrück aus? Osnabrück ist auch nicht so groß. Da hat sich noch ein bisschen entwickelt. Das würde bedeuten, wir müssen hier unten bei Dortmund was machen. Den Stadtbus verändern. Bushaltestellen aussuchen. Das ist der Zug. Den machen wir weg. Gehen wir dahin. Bushaltestelle. Das ist auch eine, ne? Doppelhaltestelle. Ja, vielleicht nehmen wir mal Doppelhaltestelle. Und setzen die mal dahin. Und Dortmund H kriegt die auch. Und ich glaube, bei Dortmund Haupt machen wir die auch mal hin. So. Zentral geht auch noch. Komm. Zack. Hier haben wir eine Haltestelle zu Testzwecken gehabt. Aber die wächst nicht. Es liegt nicht an der Haltestelle. Es liegt woanders dran, dass das wächst in die Richtung. Gut. Und dann brauchen wir neue Haltestellen. Hier ist unsere letzte. Eigentlich müsste die dahin. Da steht das Haus. Das wollen wir also nicht. Das heißt, wir bauen sie dahin. Nächste wäre da. Bauen wir die noch dahin. Zentrum, Dortmund Zentrum ist da, alles klar. Hier haben wir eine. Dann müsste im Endeffekt da eine hin. Aber wir können die auch da hinsetzen. Weil da ist ja nichts. Da ist ja nur die Straße. Dann passt das schon. Und hier ist eine. Die geht bis dahin. Das würde bedeuten, hier eine hinzumachen, oder? Haben wir alle Häuser dabei. Gut, einmal eine Straße um die Ecke machen. Oder können wir die machen? Das sollen wir die Stadt nachher ausbauen. Und da machen wir noch eine Haltestelle hin. Gut. Dortmund-Knoten. Gut. Hier sind natürlich auch noch ein paar Häuser, die nicht angeschlossen sind. Das geht bis wohin? Das geht bis davor. Das heißt, hier muss eine hin. Schade drum. Oder dahin. Machen wir dahin. Oh, jetzt müssen wir den Stadtbus rausholen. Linienverwaltung. LKW. Stadtbus. Dortmund. Da ist er. Und Linie ändern. Ja. Der kommt hier von Dortmund Haupt. Und wenn er von Dortmund Haupt kommt, fährt er erstmal nach Dortmund Stadt. Die Linie fängt natürlich am Rathaus an. Ach komm, wir machen erstmal so. Rathaus. Dortmund Mitte. Dortmund Zentral. Bevor er zentral fährt, machen wir Dortmund Ring. Dann fährt er nach Dortmund Ring, dann Dortmund Zentral. Dann wieder Mitte nicht. Da müssen wir einfügen. Dann soll er erst nach Dortmund Transfer fahren. Dann nach Dortmund Zentrum. Stimmt das? Ja, stimmt. Da und dann wieder zurück. Dann kommt er nach Dortmund
Mitte. Dortmund Zentral. Wo ist Dortmund Zentral? Ah, das hat gut geklappt, wa? Ne, doch, passt, aber da muss es wieder eingefügt werden. Ne. Transfer Mitte. Da muss nochmal der rein. Dann der. Und dann fährt er zur Mitte. Dann zur Ostsiedlung. Das passt. Dann fährt er zum Rathaus. Vom Rathaus fährt er nach Dortmund H. Das ist falsch. Davor muss er zum Dortmunder Knoten fahren. Dann zum H. Dann fährt er Dortmund Haupt an. Das soll er auch nicht tun, sondern dann soll er erstmal hier hinten hinfahren zum Dortmund Stadt. Von der Stadt kommt er nach Dortmund H. Und von Dortmund H. fährt er dann wieder nach Dortmund Stadt. Jetzt sind wir da falsch unterwegs, oder? Kann das sein? Dortmund, warte mal, Rathaus will klar. Dann fährt er zum Dortmunder Knoten. Das ist auch klar. Dann zu Dortmund H, das ist klar. Dann fährt er Dortmund Stadt da oben an. Dortmund Haupt. Dortmund Haupt. Das heißt, dieser ist falsch. Der muss dafür eingefügt werden. Dortmund Stadt nach H. Haupt. Von Haupt zur Stadt. Von der Stadt nach H. Und dann müssen wir noch hinzufügen machen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es müsste passen. Zum Knoten und vom Knoten aus wäre er dann wieder dahin. Alles klar, jetzt müsste es passen. Gut, dann sind die neuen Linien auch dran. Gucken wir mal gerade hier. Und da. Da warten schon Passagiere, das heißt, es muss angeschlossen sein. Da warten noch keine, das lassen wir mal gerade hier neben liegen. Da wartet schon jemand, das ist also auch angeschlossen. Und das ist auch angeschlossen. Knoten ist angeschlossen, Ring ist angeschlossen, auch Transfer hatten wir ja auch noch. Da steht aber auch schon einer. Knoten und Zentrum. Nee, Knoten stand doch einer, ne, oder? Ne, Knoten, nicht Stadt. Oder da standen welche, genau. Dann sind nur die zwei Haltestellen, aber da werden bestimmt gleich auch welche stehen. So, wie sieht's hier aus? 13.000, wo? Oh. Ja, das müssen wir dann mal angucken. 1308. Und das sind 14. Ich glaube, hier ist mehr geworden, aber hier ist weniger geworden. Okay, hier sind Passagiere, das heißt, der ist auch angeschlossen und läuft. Ja, Zentrum war gerade wahrscheinlich gerade ein Bus. Da kommt aber noch einer. Ne, der fährt weiter. Lass mal gerade schneller laufen, dann sehen wir das ja. Da sind gerade Passagiere. Wunderbar, kann zu. Passt. Gut, okay. Das ist weniger geworden. Ja, das wird auch weniger. Ja. Das sind natürlich Massen an Leuten. Die überhaupt weniger werden, ist dann die nächste Frage, ne? Lass mal gerade die Linienverwaltung nochmal aufmachen. Also der gehen wir von oben mal runter. Der macht Minus. Super. Ist aber noch schwarz insgesamt. Ja, da wird der LKW-Baumarkt, der macht auch Minus. Die fahren alle hier leer los, oder was? Aber der fährt jetzt, glaube ich, zum Baumarkt sogar hin, ne, oder? Und hat keinen Stahl dabei. Das ist ja doof. Der... Und der
Und der hier, der hat Stahl. Ne, der hat Stückgut-Gasbeton. Achso, das sind mehrere Strecken da, ja. Wer denn da wo... Puh. Läuft da überhaupt Stahl? Das ist die Frage. Haben wir da irgendwie eine Linie noch? Also hier ist ja okay, den können wir ja zumachen. Der Gasbeton läuft ja. Aber die beiden kriegen ja gar keinen Stahl mit, ne? Wird überhaupt Stahl angeliefert? Das ist die Frage. Puh. Machen wir den mal zu. Kommt hier überhaupt Stahl an? Das ist die Frage. Statistiken, Details. Motorschiff Holz. Motorschiff Stahl. Der hat da Stahl geladen. Details. Güterzugstahl, Motorschiffstahl. Der kommt gerade. Lass mal schneller laufen. Da. Jetzt fährt er gerade im Bahnhof wohl rein. Wo ist das Schiff? Ist es das? Ne. Na, das Schiff fährt jetzt gerade los, weil es voll ist. Ja, okay. Dann stellt sich mir die Frage, ob da zwei Stahl-LKWs überhaupt sein müssen. Ich glaube, wir schicken mal einen zum Depot. Gut, das macht zu. Das Schiff fährt da ja rüber. Okay, die Linie wird auf jeden Fall bedient. Fahrzeug hat das Depot erreicht. Ja, aber nichtsdestotrotz soll die Folge erstmal lang genug sein. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.